Wie kam es denn zu der Idee für die Figuren? Wir haben das mal in einer anderen Ortschaft gesehen und haben das dann im Vorstand besprochen unserer Kompanie. Und dann kam gleich eine große Zustimmung dafür. Und wir haben dann gesagt, ja, sowas bauen wir uns auch. Und dann sind wir schon vor gut einem Jahr in die Planung gegangen. Und wer hat da alles mitgeplant und mitgeholfen? Also wir sind insgesamt 45 Mitglieder in der Kompanie, also gut die Hälfte war fortlaufend immer aktiv dabei. Sobald man mal zu Arbeitseinsätzen aufgerufen hat, waren sie da. Also haben auch alle mitgemalt und selbst geschnitten und hier aufgestellt? Ja, wir haben einen hauptberuflichen Maler, der jetzt in Rente ist, der hat das alles vorgezeichnet. Und die Damen sind dann an abendlichen Terminen dahin gefahren und haben dann die Feinarbeit gemacht und haben alles schön angemalt. Und das hat jetzt ein Jahr lang gedauert? Ja, fast ein Jahr, wo die Vorbereitung, die Planung, und wir sind dann im Spätsommer, schon im August letzten Jahres angefangen, die ersten Figuren auszuschneiden und die Zeichnungen zu machen und die Planung und das Material zu besorgen. Ja. Und wie viele sind es insgesamt? Insgesamt haben wir 25 Figuren gebaut, davon sind 11 Frauen und der Rest ist Männer, weil wir eine Kompanie sind, die auch Frauen als Vollmitglieder in der Kompanie hat.